Ja, Erik, einen wunderschönen guten Tag und natürlich sehr verehrte Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Ramsch-Simulator. Ja, ich jogge gerade ein bisschen, Tobi, um fit zu bleiben. Diese Beine habe ich nicht einfach nur so. Das erfordert hartes Training, Tobi. Toll, der nächste Monat eröffnet der Fastfood-Laden hier, ne? Ach, das ist eine Zeit. Da geht's ja auch wie ein Hefekloß. Was? Hä? Wie? Ja. Was? 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 Siehst bald aus wie das Schwein hier. Ja, und du? Hm? Ich nicht, ich bin der Mann im Haus. Dieser Hobby-Hitman für Arme? Hm? So, ich muss wieder Futter nachfüllen. Hey, Hobby-Hitman. Ich beschatte sie. So. Hättest du einmal richtig getroffen, hätten wir jetzt Kinder. Gott sei Dank habe ich immer daneben geschossen. Aus Gott Versehen. Gott sei Dank war mein Aim scheiße. Aus Versehen. Gott sei Dank war mein Aim scheiße. Mit deinem kleinen Quickscope. Bitte was? 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 So, dreimal Futter sind wieder weg, Alter. Und wir haben nur noch drei Säcke. Ich hab das haben die mit dem Update jetzt irgendwie so gemacht, dass sie noch mehr fressen? Ich glaube, es gab noch kein Update, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Die fressen jetzt aber so viel. Puh. So, was machen wir jetzt noch schön mit dem angebrochenen Tag? Da haben wir denn 19 Uhr, da können wir eigentlich nicht mehr viel machen. Ne? Nee. Ich fahr nach Hause. Oh ja, kommst du morgen wieder? Mal gucken. Oh, das ist ja geile Benzinkanister im Auto. Ja, aber das ist voll gut. Ist es auch. So. Jetzt schläft die schon wieder auf meiner Bettseite, ne? Tobi, so ich bin bereit. Nein. Tobi, mach mich zur Frau, komm. Tobi? Hä? Wie kann man denn so schnell weg sein? Tobi! Tobi, komm zu Mama, komm. Komm zu Mama. Ich übe schon mal. Hopp und hopp. Komm ins Bett! Komm, du Lümmel! Nein! Du Lümmel, komm ins Bett! Komm, du Lümmel! Nein. Ab in die Federn! Nein. Komm her! Nein. Komm du mir nach Hause! Naja, fängt gerade an zu regnen, da gehe ich lieber rein. Ach, er ist noch nicht da, dann lese ich noch ein Buch. So, hier mal schnell duschen. Schon wieder Weihnachten rum oder was? Er hat mich wieder angefasst. Muss ich erstmal wieder den Schmutz abwaschen hier. Hallo! Oh Gott! Du wolltest duschen. Ich gehe immer aufs Klo, bevor ich dusche, hä? So. Hab mir die Hände nicht gewaschen. Du siehst du auch aus, ne? Sieht man dir schon an irgendwie. Ich weiß auch nicht. Weißt du, ich bin schon wieder unter der Matratze. Tobi, was machst du nachts? So, ich gebe immer so viel für Bräunungscreme aus, um für dich gut auszusehen. Und du weißt halt null zu schätzen. Und ich weiß, du wolltest die Tür wieder zumachen. Du Lustiger. Oh wow, meine Performance geht übelst in den Keller, wenn es hier regnet. Ja, bei mir aber auch gerade. Liegt das an den, wow. Liegt das an den vielen Hühnern? Ich glaube, das liegt an den vielen Tieren allgemein. Oh, wir haben zwei neue Küken. Zwei neue Küken haben wir hier im Gehege. Beide schwarz übrigens. Dunkles Gefieder. Du siehst ja keine Farbe. Dunkles Gefieder. Hier haben wir auch zwei neue Küken. Oh, eins wandert weg. Hallo. Und beide, das scheint also tatsächlich zu funktionieren. Dich nehme ich mit. So. Na komm. Mach Sitz.
Du wirst gut schmecken. Jetzt noch wüsste, wie der Herd anging, ne? Bleibst du hier? Nein, bleibst du hier? So. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Oh, was? Wie bist du denn drauf? Ich wollte streicheln und frag mich, warum es nicht geht. Mit dem Hammer, was ist das denn? Du wolltest gerade essen. Nein, ich wollte, dass es ihm schön warm ist, damit er gut wächst. In der Pfanne. Wir haben keine Pfanne. Auf der Herdplatte, Tobi, bitte. Aber hey, wir haben 80 Schweine, aber keine Pfanne im Haushalt, weißt du? Hier kocht da sowieso keiner. Dafür gibt es bald ein Fastfood-Restaurant. Merkst du selber, ne? Was die Entwickler vorhaben. Also machst du die Hühner. Alter. Wir werden nie mit unserem Auto da vorankommen, wenn wir die Schweine auf dem Ding hinten haben. Also es sollen ja beide Schweine noch draufpassen, ne? Oh nein, die Maus wieder raus aus dem Spiel. Okay. Gott. So. Ich bin mal gespannt, was das wird. Ich weiß selber noch nicht, ne? Also kann mir schon. Aber ob die wirklich 900 bringen, ich bin mir da unsicher. Weiß ich auch nicht. Also ganz ehrlich, mir sind 800 echt schon genug. Also, ne, dafür, dass man 300 hat. Gut, das Futter kostet natürlich auf Dauer echt nicht wenig. Huch. Oh. Entschuldigung. Sah aber elegant aus. Ja. Scheiße. Aber waren das 800 oder 600? Ich glaube, wir waren inzwischen bei 800, oder? Dann könnten 900 vielleicht doch hinkommen. Ja, also lass uns das mal austesten. Ich muss zugeben, ich bin aber eher ein bisschen ungeduldig als geduldig mit den Schweinen. Weil ich die Kohle natürlich, ja, ne? Und man will ja weiter investieren, man will ja dann weiter Schweine holen. Ich glaube, wir können auch mal zwei schnappen und mal zum Markt rüberfahren, oder? Denke ich eben auch. Ich hol mal das Auto, Inge, ich hol das Auto. Alles klar, also machen wir's. Warte, ich lass mal erst nach 10 fahren, dann können wir die befruchteten Eier schon mal rausholen. Was heißt denn? Achso, ja. Und ich habe das Gefühl, wir müssen bald ein paar Hühner, ne? Du meinst, wir könnten die mitnehmen, wenn wir eh schon. Auf eine kleine Spazierfahrt, genau. Und ich frage mich halt, es wäre wahnsinnig praktisch, wenn man mal an der Hand der Häuser sehen könnte, wenn man auf die Häuser guckt, wie viele Hühner da gerade drin sind. Das fehlt halt wirklich noch, weil ich habe die Übersicht halt komplett verloren. Oh, hier wird gerade gebumst. Entschuldigung, dass ich gerade mittendrin bin, aber ich glaube, das stört die alle nicht. Erik? Ja. Warte mal. Versuchst du gerade Schweine einzuladen? Nee. Sondern? Ist dein Auto hier RIP? Kannst du das Auto wegfahren hier? Das fährt nicht mehr. Ist da Benzin drin? Ja. Aber es fährt nicht mal los. Hä, bei mir ist es nicht losgefahren gerade, lol. Naja. Was soll ich dazu sagen, Tobi? Was soll ich denn dazu sagen? Okay, da ist auch nichts. Wo ist denn das zweite befruchtete Ei? Gibt es diesmal nur eins? Oh, der ist aggro hier. Nice. Hier unten kommen die rein, ne? Genau. Kommen wir mal unten rein. Oh, geil. So. Das ist der Sound, den ich von ihr mag, Tobi. Stirbt man irgendwann eigentlich? Ich probiere es gerade mal aus. Ah, oh, okay. Was ist denn du da? Nee, das macht zu wenig Schaden. Oh, okay. Nee. Man regeneriert zu schnell. Sag mal! Richtig aggressive. Jetzt, hä? Was ist jetzt, hä? Was ist jetzt? Was willst du jetzt, hä? Komm, geek doch nach mir, komm! Was willst du denn, hä? Tobi, hör mal! Ich höre da leider nichts. Du machst bei mir keinen Sound. Nee? Nee.
Leider nicht. Gut. Dann haben wir hier schon alles gehört. Oh, mein Hund hat aufgegeben. Deins ist sehr aggro. Schade, dass ich deins auch nicht gehört habe. Ich hätte es gerne gehört. Ja, das klang bestimmt wundervoll. Es war sehr inspirierend. Okay, also Schweine sagst du, ja? Ja, Erik, ich glaube, wir müssen. Ich bin eigentlich auch dafür. Aber warte, hier ist noch Scheiße. Ah, diese Scheiße hier in diesen Häusern. So. Hingekackt und hingeschissen, du. Ja, ständig, überall. Zum Glück. Ich geh mal noch einen Schweinekacke gucken. Schweinekacke gucke? Schweinekacke gucke? Gehst du Schweinekacke gucke? Geht doch Schweinekacke gucke? So, okay. Ich geh noch mal schnell gucken, ob wir die noch versorgen müssen mit irgendwas. Nee. Oh, doch. Was denn? Alter, der Kollege ist auch noch mal fetter geworden im Gegensatz zu gestern. Ja, ich komme sofort. Das kannst du mir doch nicht. Der ist doch noch fetter. Warte. Oder wirkt es nur so? Es kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht. Ist das vielleicht so ein Trugbild, dass Fette immer noch fetter wirken, wenn man sie nochmal anguckt? So. Das habe ich bei mir, wenn ich in den Spiegel gucke, so immer. Guck mal hier, der da. Guck mal. Boah! Der bollt doch neben schon raus. Freut doch nicht. Komm mal her. Die passen noch niemals zusammen hier durch, oder? Wenn das so weitergeht, passt er da gleich gar nicht mehr durch. Ich glaube auch. Sollen wir schieben von hinten? So, Alter, hier draußen ist aber auch noch so ein... Alter! Den nehmen wir gleich mit. So, warte. Okay. Mach mal Tor zu, bitte. Warte, mach mal Tor zu. Ich weiß nicht, ob das zweite da noch drauf passt. Boah, okay, warte. Okay, ich muss ganz kurz. Alter! Das ist ja unfassbar. Alter. Okay, der, den ich reingesetzt habe, ist nochmal fetter. Weil, guck mal, seine Schnauze geht bis hinten, bis vorne. Guck mal, hier vorne. Das sieht man auch von hinten. Der ist weiter ausgebeult, ja, der rechte. Ja, ja. Okay, wollen wir den einen hier vielleicht nochmal da lassen? Oder wollen wir sie einfach beide abgeben? Komm, wir geben beide ab, aber wir wissen dann zum. Oder? Wollen wir nicht? Ich bin. Dann können wir wenigstens mal ungefähr abschätzen, wie viel das ist. Ja, okay, machen wir das mal. Oh. Und dann sollten wir wirklich, wir sollten den Autotest machen, wenn die Schnauze bis zum Ende vom Polster geht, ne, dann ist er hoffentlich ausgemaximiert. Dann lass uns die einfach... Alter, das sieht so falsch aus. Tobi, hast du auch Flügel? Das sind kleine Elfen. Das ist Nitro-Einspritzung. Alter. Junge, warte ab, wenn wir gleich auf der Autobahn sind, geht richtig los. Boah. Sag mal, wieso sind die Schweine so detailliert, dass man die Arschlöcher sehen kann? Ich weiß es nicht, Erik. Ich hoffe, das ist vorgefertigt von Unreal Engine irgendwas gewesen. Wieso spiele ich das auf 4K? Da bist du. Das kannst du dir jetzt, ne? Da habe ich nichts mit zu tun. Ja. Ja gut, egal. Erik, Hauptsache. Zoom mal richtig schön ran. Schön die Kamera nach unten und das Auto, komm. Für die Views. So, hier. Boah, Alter, wie die Bäuche da unten durch. Es ist mir vors Auto gelaufen, ich konnte da jetzt. Hast du völlig recht. So. Das wird alles ganz furchtbar. Wir sollten zuerst das kleinere verkaufen, ne? Nicht beide auf einmal, sondern erstmal gucken, was wir dafür kriegen. Ja. Also das kleinere war das linke hier, ne? So. Genau. Sag mal, bleibst du hier? Kollege. Das ist einfach so bitter. Oh Gott, das ist so bitter, ey. Ach, sag mal, ging das nicht, dass man die einfach so verkauft? Oder kommt das erst noch? Das kommt erst noch. Dann hast du hier, das habe ich in der Preview gesehen, hier links nebendran einfach so ein Ding, wo du drauf fahren kannst mit dem Auto. Mhm. Und kannst einfach verkaufen.
haben die Entwickler bestimmt bei uns gehört. Ich denke auch. Ja, das muss es einfach sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So, warte. Ich muss mich ein bisschen beeilen, ne? Aber ich muss ja auch alles sehr nah beieinander machen. Wobei, ist ja nur ein Schwein. Ist ja nur ein Schwein. Alles easy. Das kriegen wir alles locker unter. So. Ich frage mich, ob man die Schweine dann im Ganzen verkaufen kann. So, dass man die nicht mehr abknallen muss. Das wäre sehr angenehm. Ja. Aber andererseits, wenn wir im Fastfood-Restaurant mehr kriegen, Tobi, ethisch und moralisch gesehen, wo ordnest du dich da ein? Das Schwein ganz verkaufen oder das Schwein beim Fastfood-Restaurant? Am Ende des Tages kommen sie ums Gleiche rum, ne? Also kannst du auch gleich im Fastfood-Restaurant gehen, wenn die mehr geben. Ja gut, es geht jetzt ja nicht darum, was am Ende wirklich bei rauskommt. Es geht nur darum, wo du dich besser bei fühlst, ja? Ja gut, aber Geschäfte gehen ja nicht nach Gefühlen, ne? Geschäfte gehen ja nach Umsatz. Ja gut, da hast du natürlich recht. Da ist natürlich... Hab zwar sonst nicht viel Ahnung vom Geschäftssinn, aber das ist halt leider Gottes einfach so. Und wir wollen mal festhalten, ne? Das Schwein ist... Huch, ich kann das Fleisch nicht ablegen jetzt. Das Schwein lebt nicht wirklich und auch das Geld ist leider nur virtuell. Wir kriegen es ja, am Ende nicht wirklich. Leider nicht. Nee. Ja, Tobi? Ja, prima. So, das war das mittlere Schweinchen, das kleinere. Das kleinere Schweinchen bringt nur 840, Tobi. Okay, da draußen ist ein richtiger Golddigger. 840. Wow. Na gut, dann lass mal gucken. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Tobi. Da wohl warum kommt. Sag mal hallo. Nein, du kannst nicht mit dem Bus fahren. Hier gibt's noch keinen Bus. Weißt du, wir haben es gemästet und das Schwein haut einfach so ab. Das ist schon undankbar, ne? Ja. Das ist schon echt undankbar. Ganz ehrlich, weißt du was? So, das machen wir mit Undankbaren hier. Draußen auf dem Land. Alter. So. So. Endlich ernähren wir wieder die Weltbevölkerung, Tobi. Ja, ganz ehrlich, mit dem ganzen... Kannst du ein bisschen weiter reinlegen? Vielleicht in den Raum? Mal da hinten. Warte mal, ich geh wieder hoch. Das geht, glaube ich. Warte. Okay. Okay. Hier, Erik, hier. Ist das hier okay, Erik? Erik, oder soll ich es dir... Erik, soll ich es dir hier hinlegen? Oh, ist das besser? Ja, das wäre schön. Mach das mal bitte. Musst du dich auch nicht bücken und so. Ja, mach mal bitte. Hast du es ja eh nie so mit. Ne? Auch im Ehebett. Ja, wo bleibt jetzt das Fleisch? Moment, das habe ich gesehen. Jetzt muss ich wieder runtergehen, da unten komme ich nicht mehr ran. Geht, kannst du nicht mehr hochsegeln, hast du wie letztes Mal? Nee, irgendwie ist das, da komme ich da unten nicht hin, ich weiß auch nicht warum. Okay. Kommst du von da aus noch dran? Ja, ich kann ja auch mal ein bisschen laufen, ne? Klar, Tobi, Hauptsache du musst dich nicht bewegen, ne? Klar, ich laufe da gerne. Ja. Kann ich ja vielleicht noch einen Kaffee machen oder... Sag mal. Kleine Sackmassage. Oh ja, wenn du das so anbietest oder so. Ja gut, dann. So. Leg das mal dahin. Ich bringe es dir gleich noch näher, Erik. So. Bin ja gar nicht so, ne? Hä? Manchmal kann ich das Fleisch nicht legen. Hier, guck mal. So. Ist das schon alles? Nee, ne? Das ist schon alles, ja. Hä? Gefühlt haben wir mehr Platz als letztes Mal übrig. Ich auch mal über hier hin. Toll, Tobi, danke. So, okay. Wollen wir mal gucken? Wenn das jetzt weniger bringt, ne? Rasch aus. Tobi? Ja? 910. Okay, alles klar. Das ist also doch das Maximum. Krass. 910. Wir haben jetzt 1700 Dollar. Zwei Schweine nehmen wir wieder mit, ne? Ja, können wir locker. Mit gutem Gewissen. Es reicht sogar noch für eine Kuh. Locker. Ja, aber die kriegen wir halt nicht weg hier, ne? Ja, und wir bräuchten eigentlich auch, Futter müssten wir eigentlich auch wieder mitnehmen, weil diese Hühner, ne?
Vielleicht hätten wir jetzt doch nochmal auf dem LKW sparen sollen, dass wir Futter und Tiere immer mitnehmen können. Also wenn das weiter so geht, müssen wir nicht mehr auf dem LKW sparen, der kommt einfach zu uns. Ja gut. Dank unserer kleinen, süßen, rosa Sparschweinchen hier. Gut, ich meine, zwei Futtersäcke können wir, glaube ich, wohl noch mitnehmen, oder vier, ne? Ja, komm, wir machen nochmal schnell. Machen wir vier, ich glaube, wir können dazwischen noch was quetschen. Probieren wir mal, mal gucken. Und heute mal mit ein bisschen Rabatt, ne? Die gibt nie Rabatt, weißt du, wir sind die treuesten Kunden, wir kaufen hier so viel. Die macht halt nur ihre Nägel oder telefoniert, mehr macht die nicht. Die kann halt auch nichts, ne? Nee. Sonst würde die ja nur nicht sitzen. Und damit meine ich nicht... Ja, guck mal, wir können dazwischen was stecken. Damit meine ich nicht an der Kasse, damit meine ich einfach hier in diesem verranzten Nest. Oh, okay. Vor allem muss sie sich eigentlich gut mit uns stellen, ne? Wir sind die einzigsten Kunden, die sie noch hat. Richtig. Genau. Gefühlt die einzigsten Kunden im Country hier irgendwie. So. Sag mal. So. Ich freue mich auf die Kühe, Tobi. Ja, ich auch. Bald haben wir Kühe. Wie viel haben wir jetzt noch? 1000. Wir könnten uns sogar immer noch eine Kuh leisten. Soll ich aussteigen, eine Kuh holen? Oder wollen wir erstmal einen Stall ausbauen? Lass uns nochmal. Lass erstmal Stall ausbauen. Ja, ja, lass es. Genau. Wir müssen noch diese Kastendinger da kaufen. Wenn du Bock hast, fahr nochmal. Natürlich. Wenn du Bock hast, fahr nochmal zurück gleich und hol nochmal zwei Schweine. Gleich natürlich, nicht jetzt. Ja. Okay. Ich würde dann aber schon mal für Kühe so ein bisschen was ausbauen und dann kann man gucken, wie viele Schweine. 600 brauchen wir noch für die zwei Schweine. Wir könnten, nachdem wir die nächsten Schweine verkauft haben, auch einfach zu zweit loslaufen und einfach eine Kuh holen. Also zwei Kühe holen. Das würde auch gehen. Aber heute würde ich einfach mal nochmal. Halt. Ich würde heute einfach nochmal vier Schweine holen und die mästen, weil das macht nicht viel Arbeit, da müssen wir nicht da Milchkannen verkaufen. Ja. Gut, schon. Richte deine Performance hier auch ein. Ja, jetzt geht's. Okay. Sobald wir hier gerade in unser Gebiet gefahren sind, war die Performance weg. Also die FPS geht runter. Ja, ab und zu ein bisschen. Ich glaube, das liegt ja wirklich an den Hühnern. So. So, komm mit. Na, euer neues Zuhause. Boah, da kommt schon Jumbo aus dem Stall. Alter. Dankeschön. Nice. Ich fahr nochmal los, ne? Alles klar. Super. Ich baue dann schon mal für die Kühe ein bisschen was ein, ne? Ja. Nur mal so testweise gucken. So. Problem ist, dass hier überall Schweine sind. Bauen. So. Zwei Boxen habe ich mal gebaut. Nice. Oh, dann mache ich mal die Scheiße hier raus aus den Boxen. Ist das scheiße? Hey, wollen wir uns boxen? Ah, kaufen? Okay. Und ich für 75 brauchen wir dann noch, okay. Hm? 75 kostet das noch so tröge dahin zu bauen, bei den Kühen. Lässt sich aber auch alles einzeln bezahlen, wa? Ist wirklich so. Okay, den nächsten Trog würde ich sagen, holen wir später. Wir machen jetzt lieber erstmal zwei Schweine noch, ne? Ja. Aber es funktioniert ja schon mal. Das ist gut. Geil, dann haben wir noch weniger Platz für die Schweine und alles wird ein bisschen enger, aber wir kaufen trotzdem mehr Schweine. So. Muss ich jetzt nachts wieder die Scheiße raus und schon wieder angefangen zu regnen. Oh, ich sehe gerade. Ist so toll, wenn es regnet. Ich sehe gerade, du musst tanken, ne? Ja. So. Ja, so, langsam echt viele Hühner hier. Ich. So. So. Die dreht sich auch nicht mehr sofort um. Ich glaube, da wurde was nachgepatcht, oder? Oder was nachgepatcht. Die dreht sich nicht mehr sofort um wie früher. Wenn du im Hühnerstall bist, ne? Ja. Das hatte ich vorhin auch gehabt. Das hat mich auch gewundert. Ob da wirklich jemand... Nee, kann ja nicht sein. Glaube ich nicht. Trotzdem fände ich es charmant, dass daran... ne, also ich, ja, fände ich irgendwie charmant.
Oh. Es regnet und die haben kein Wasser im Trog. Kannst du nicht ausmalen, Tobi. Mysteriös. Diese Hühner trinken nur Aqua Polinaris. Klar. So. Okay, die fressen einem langsam echt die Haare vom Kopf gefühlt. Boah, also futtertechnisch. Ich habe das Gefühl, wir müssen bei den Hühnern echt bald mal ein bisschen nachjustieren. Nach unten meine ich. Ja, wir haben halt pro Tag immer zwei Küken fast, ne? Ja, ja, das, man merkt es auch. So. Ist das Kacke? Ja. Diese Taschenlampe ist so over, ne? Hä? Verstehe nicht, was du meinst. Wie soll man denn da an die Kacke kommen? Mann! So, Kacke weg. Mit Kumin. Nice, Tobi, nice. Ich weiß genau, was du gerade machst. Ich komm. So. Bum, bum. Ich glaube, das haben sie so gemacht, wenn man ein Ei in der Hand hat, dreht die sich nicht mehr sofort um. Beim Kacke-Sammeln ist es leider immer noch so. Schade, dass man das Kacke nicht irgendwas für irgendwas auch verwenden kann, ne? Ja, so Dünger, oder, aber vielleicht später ja noch. Ich weiß aber, ist Hühnerkacke überhaupt Dünger? Ich glaube, Hühnerkacke ist gar kein Dünger, ne? Ich weiß ja, aber Schweinescheiße bestimmt, oder? Ich weiß, die müsste eigentlich. Ob man das dann differenziert, keine Ahnung. Aber vielleicht mit Schweinescheiße einen Dünger machen oder Kuhmist oder so. Ich weiß, dass mit Kuhmist, also mit dem geht's. So. So. Guten Tag, Freunde. So. Bleibst du mal stehen jetzt, bitte? Ja, danke, aber was für ein Abenteuer hier. Und da ist wieder Scheiße. Ist hier noch irgendwie Code, den ich eventuell entfernen könnte für die Herrschaften? In meiner Hose. Ja gut, aber das ist ein Texturfehler, den kriege ich da nicht raus. Dann habe ich nichts mehr. Der hat sich da schon so reingefräst, Tobi, den kriege ich da niemals raus. Hui. So. Okay. Hast du schon den Stall gebracht? Ja, die sind schon weg. Oh, super geil. Boah, was ein Wetter, ne? Was? Morsecode! Mösencode! Was? 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 Tobi, was? Kann man damit düngen? Mösecode. Ich kann mal schlafen. Besser ist es. So, den Küken geht's gut. Oh, hier liegt noch ein Ei außerhalb des Käfigs. Hä? Oh, das bring ich mal. Das liegt aber immer irgendwie, ne? Ich glaube, das backt sich da irgendwie raus. Ich glaube auch. Das bringe ich gleich mal safe. So, jetzt nochmal schnell gucken. Die hatten, glaube ich, hier noch Kacke. Wollt ihr schlafen? Oh. Schlafen. Die kommen aus Berlin, das sind Techno-Hühner, die mögen das. Oh nein. Oh, warte mal, das war auch scheiße. Alle kauen, keiner isst. Was? Was? Okay, das ist alles scheiße. Boah. Da hinten ist auch noch mehr Scheiße. Wie komme ich? I. Ich hab gerade in deinem I. I. Erik, guck da rein. Ich bin gerade in deinem Kopf. I. Ja. I. Das ist gut. Ich kann durch deine Augen sehen, was du siehst. Gähnende Leere. Ich bin hinter deinen Augen, Tobi, und hinter deiner Brille. Ich sehe deine schwarzen Nasenlöcher, deine kalten, pupillenlosen Augen. Du bist blind, deswegen trägst du eine Brille. Und ich sehe gerade deine Mundhöhle von innen mit Zunge. Und wie du langsam atmest. Und sehe deinen lächerlichen kleinen Schnauzbart von hinten. Ey, sag mal, jetzt wird's aber beleidigt, ne? Hör mal. Okay, was wollte ich gerade machen? Ich wollte dich entschuldigen. Ja, tut mir leid, Tobi, dass du so einen hässlichen Schnauzbart hast. Oh. Hast du dir wieder die Knarre gezückt? Nein. Ach ja, nach so vielen Jahren Ehe kennt man sich einfach. So.
Und hier wird natürlich auch im Schlaf geschissen, natürlich. Junge, Junge, diese Scheiße wegmachen ist auch so ein Vollzeitjob. Können wir dafür nicht einen Praktikanten irgendwie? Oder liegt noch mehr, warte. Gibt's hier ein Nachbardorf mit unterbezahlten Kindern? So Feriencamp-mäßig, weißt du noch? Ferienfreizeit? Ja, wäre aber eigentlich schön, ne? Ich meine, ja. Die sollen auch wissen, wo ihr Chicken McNugget aus dem Happy Meal herkommt. Richtig. So. Vor allem ist es ja nachhaltig, weil die legen ja immer wieder neue befruchtete Eier. Ja. Super nachhaltig. So. Ist hier irgendwas? Okay. Ist auch alles voll. Hier ist auch alles. Hier lag auch Kacke. Okay. Ah, das ist Küken. Okay. Da fehlt Wasser, mal wieder natürlich. Wasser habe ich gerade nicht, weil der Eimer auch bei Regen nicht voll wird. Dann hole ich mal kurz bei Regen Wasser. Wir sind übrigens bei 30 Minuten. Ja, warte, gib mir noch mal ganz kurz. Ich würde sagen, zum Schlafen gehen, ne? Tobi, ja. Tobi, was hast du da gerade gekauft für 51 Dollar? Ich hab den Silo wieder voll gemacht. Alles klar. 51, das ist aber sehr spezifisch. Haben die auch kein Wasser? Doch, die haben noch Wasser. Die haben kein Wasser mehr. Guck jetzt nochmal, Wasser bestimmt leer. Wahrscheinlich, ja. Boah, das artet langsam echt eine Arbeit aus, ne? Will man gar nicht, ne? Nee. Dabei weiß doch jeder, so einen Bauernhof zu betreiben, ist eigentlich gar keine richtige Arbeit. Das ist den ganzen Tag nur warten, dass irgendwas passiert. Und Eier verkaufen und Schweine. Weil theoretisch gesehen, wenn es danach ginge, könnten wir einfach die Hühner abschaffen. Wir bräuchten sie eigentlich gar nicht mehr. Das siehst du genau richtig. Theoretisch gesehen. Das will man natürlich nicht. Natürlich nicht. Eigentlich schon, aber nein. Ja, naja. Man hat sie ja schon irgendwie lieb gewonnen, ne, Tobi? Ich erinnere dich das letzte Mal nach der Aufnahme. Wir reden aber nicht darüber. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Gut, ich bin froh, dass das kein Autosave gab. Oh ja. Wir hatten viel zu erklären, Tobi. Lass uns aber nicht darüber reden, wir erwähnen das einfach. Da fragt auch keiner nach. Ja, eben. So. Another day, another dollar. Aber und in einer Folge, ne? Ah ja, in einer Folge. Hast du recht. Das hast du völlig recht. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bei einem weiteren herrlichen Tag auf dem langsam FPS-trächtigen Ranch-Simulator. Okay, bei dir auch gerade. Alles klar. Ja, ja, nice. Ja, ich glaube, es sind die Hühner und vielleicht auch hier das verspiegelte, ich weiß nicht genau. RTX on. Ja, ist so. Obwohl, Wattverbrauch ist gerade gemütlich. Ja, nö, eigentlich ist der Rechner gerade nicht auf. Also eigentlich, daran liegt es. Ich glaube, das ist das Spiel. Ich denke mal, dass das Spiel ist ja Early Access, ne? Ich glaube auch. Mach mal Lampe aus vielleicht bei dir auf dem Kopf, vielleicht geht's dann schneller. Keine Ahnung. Naja, nächste Folge, ne? Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Ciao.